Heute gibt es die Fortsetzung von dem Videostempel von La Blanche mit Aquarelltechnik. Ja, und zwar werden die gebastelten Sachen jetzt eingesetzt im Junk Journal. Könnt also gespannt sein. Ja, und jetzt? Man fragt sich jetzt, was hast du damit machen wollen oder was soll das jetzt, dass das jetzt hier schön koloriert ist? Ja, kann ich euch sagen. Ich werde das nämlich jetzt hier rausreißen. Ja. Ich will das nämlich komplett hier raus haben. Ich will auch nicht, dass da noch irgendwas hier von der Kante hier übersteht, weil das hier nicht im Ringordner in der Spiralbindung hier drin bleiben soll. Das wird nämlich jetzt gleich einen anderen Platz finden. Und wo, das werde ich euch verraten. Das werde ich jetzt erstmal wieder zuklappen. So, das ist die Seite und hier ist die andere. Das kann weg. Das hier habe ich aus einem bestimmten Grund gemacht. Nämlich hierfür. Weil ich habe hier noch einiges an Verzierungen, die ich noch gerne im Album haben möchte. Und das heißt ja Adventures in the Forest. Und da passt das doch sehr, sehr gut hin. Und darum habe ich mir gedacht, ich werde jetzt ein bisschen hier weiter dekorieren, was ich ja auch schon angekündigt hatte. Und auch das hier werde ich irgendwie noch weiter verwenden. Das schimmert hier auf dieser Seite durch, was mich jetzt nicht wirklich stören würde beim Junk Journal. Aber ich hatte noch vor, etwas dahinter zu kleben, damit das auch mehr Stabilität hat. Und das wollte ich mir dann auch noch zuschneiden. Und jetzt bin ich noch nicht so ganz im Klaren, ob ich das mit dem Hebelschneider mache oder ob ich mir mal eben eine passende Stanze aussuche. Das kann man ja dann auch sehr schön ausstanzen. Es gibt ja so herrliche Stanzen auch mit bestickten Rändern oder mit irgendwelchen Mustern. Da schaue ich jetzt mal nach. So, das wird vielleicht nicht 100% hinkommen, aber ich hoffe, es geht. Das möchte ich gerne mit einer Kreisstanze ausschneiden. Die habe ich mir hervorgeholt. Die gibt wirklich sehr schöne Details. Ich habe nicht in derselben Größe, aber so sieht das dann aus. Ich will das aus schwarzen Karton machen und dann das dann draufkleben. Leider gibt es hier also für diese Stanze nicht den Innenbereich. Deswegen muss ich jetzt zu einer anderen greifen. Das hier ist eine von Action, aber die ist gar nicht mal schlecht. Ich mag die eben wegen diesen wunderschönen Verzierungen. Dann habe ich mir schon mal von dieser Firma hier die äußeren Stanzen zurechtgelegt. Da will ich einfach mal ein bisschen schon mal auf Vorrat schaffen für Tags, dass ich dann das Äußere habe. Das muss aus einem stabilen Karton sein. Dann kann ich das alles schon mal in einer, Entschuldigung, einer Rutsche mal erledigen. Dann habe ich so beim Durchblättern meiner Stanzen diese hier gefunden und mich erinnert die eigentlich an ein Tor oder an ein besonderes Fenster und das möchte ich mir auch aus einem schwarzen Karton ausschneiden und dann mal gucken, wie ich das dann eventuell nutze, so dass das ein Kontrast zu dem, was dahinter ist, dann sein wird. Deswegen will ich ja nicht zu viel mit Farbe rumwurschteln. Das könnte nämlich zu viel werden. Aus dem Grunde soll das dann so sein, wie ich gerade gesagt habe. Das hier lege ich erstmal zur Seite. Da weiß ich im Moment noch nicht so recht, welche Stanze ich da vielleicht nehmen würde. Und da mir hier jetzt nicht so wirklich eine Stanze in die Hände gefallen ist, die dann passen würde, habe ich dann gedacht, ich schneide das jetzt einfach mit meinem Cutter und meinem Hebelschneider. Und ja, ich mache das jetzt mal Pi mal Auge. Zack. Und habe jetzt hier mein Motiv. Und diese Zacken mache ich einfach weg. Die verweichen mir mal vielleicht für was anderes als Zierde. Aber hier habe ich schon mal mein Motiv. Das lege ich mir auch zur Seite. Und hiermit werde ich jetzt weiter
fortfahren und ich kurbel mir das mal eben durch. Ich werde mit dem hier auch beginnen. Ich weiß, dass das nicht genau hier innen, dass das dann da schneidet. Das hier ist die Schnittlinie und da wird geprägt. Und ich hoffe, dass ich mit den Tannenzapfen da nicht mitsäbel. Aber eigentlich bin ich mir da sicher, dass das gut geht. Ich möchte nämlich hier diese feinen Details, würde ich ganz gerne mir erhalten. Aber wenn hier jetzt ein bisschen was von dem Gezackten rausguckt, Special Effects, also da kann ich jetzt nichts dran ändern. Das ist dann so, wie es ist. Und ich klebe mir schon mal das hier drauf, weil ich nicht möchte, dass mir das verrutscht. Und dann kurbel ich das alles mal durch und dann bin ich gleich wieder da. Ja, ich muss gestehen, die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt. Ich meine, das hier war noch die einfachste Übung, einfach schwarzen Karton dahinter zu schneiden. Also das kann man jetzt übereinander kleben, habe ich noch nicht gemacht. Das ist verklebt. Da habe ich zwei Lagen gegeneinander geklebt. Das ging, weil das nämlich symmetrisch ist, dieses Muster. Ich lege das mal so hin, dann sieht man das besser. Und das ist schon eine fertige Verzierung. Hier habe ich den Rest, der da einfach übergeblieben ist von dem Karton, habe ich genommen, um das aufzukleben. Dann habe ich dieses hier ausgestanzt aus schwarzen Karton. Das ist dieser Aquarellkarton von oder Aquarellpapier von Action, 300er Grammatur. Kann man super für Ausstanzungen auch nehmen. Und das ist jetzt auf hellem Karton oder auf hellem Papier ein guter Kontrast. Ich zeige das mal ganz kurz. So. Man kann das natürlich auch noch mit Paste anmalen, in Gold, Silber und ach, was auch immer. Aber ich lasse das erstmal so, wie das ist. Ich weiß es noch nicht, wie ich das handhaben will. Dieses Ding hier, das ist immer sehr filigran, wenn man das ausgestanzt hat. Das würde ich jetzt erstmal hier so drauf verkleben und eventuell den Hintergrund vorher vielleicht so ein bisschen inken und dann ein bisschen Farbe reinbringen. Aber wie gesagt, habe ich noch nicht vorbereitet. Ich habe das alles gestanzt. Es war wirklich nicht wenig Arbeit, weil diese Sachen, die filigran sind, die brauchen ein bisschen länger, bis man die dann alle rausgestanzt hat. Dann habe ich einfach hier mal von diesen größeren Stanzen, da habe ich Tags ausgestanzt. Das finde ich immer super. Das gefällt mir deswegen so gut, weil ich liebe sehr diesen bestickten Rand und diese Haptik, die finde ich einfach wunderbar. Ja, und zusätzlich habe ich dann, aus dem hier, aus diesem Sketchpad, da habe ich das Papier genommen und habe dann einmal in den nächst kleineren, habe ich das ausgeschnitten, aus dem schwarzen dann jenes und das kann man jetzt zusammenkleben. Vorher könnte ich da noch stempeln oder irgendwas, einen Spruch aufkleben oder Motiv. Genauso habe ich das hier mitgemacht. Das ist eigentlich, sind so Stanzen gewesen, um Slimline-Karten zu basteln. Aber ich werde das jetzt einfach hier als Tags nehmen. Ist auch noch nicht verklebt, wie gesagt. Und das hier. So, die gehören übrigens zusammen. Normalerweise würde man das hier jetzt in einer anderen Farbe als nächstes hier so drauf geben, dann kann man in verschiedenen Lagen dann arbeiten. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt einfach zwei Sachen draus gemacht. Da hat man zwei Tags, ein so, ein so. Ja, das sind noch hier so ein bisschen Reste von meinem Ausstanzen. Ich muss gestehen, ich muss dringend meine Platten sauber machen. Aber ich verschiebe das immer, weil ich dann immer wieder, ach komm, ich muss das noch schnell ausstanzen, ich muss das noch machen. Ja, man sollte sich vielleicht mal die Zeit wirklich nehmen. Ja, dann habe ich etwas vorbereitet, was ein bisschen länger braucht. Ich zeige das mal anhand dieser größeren Geschichte. Und zwar habe ich aus diesem 300er Grammatur das hier ausgestanzt. Ob das eine gute Idee ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil eigentlich sollte man da nicht ganz so starkes Papier nehmen, weil einem diese Kanten sehr leicht reißen können. Deswegen höllisch aufpassen jetzt beim Falzen, dass da nichts kaputt geht.
Aber ich fand nun mal diesen Kontrast so unheimlich schön und deswegen habe ich das so genommen. Dann aus dem nächsten Papier, also habe ich dann das Weiße, dieses Dreieck ausgeschnitten und dann das hier aus dieser, das ist keine richtige Goldfolie, das ist so, ich glaube Champagnerfarben oder so ähnlich nennt sich das. Und das möchte ich gerne hier dann drauf kleben und ich finde, das sieht dann so richtig edel aus. Und das passt dann auch sehr, sehr gut zu meiner Dame hier vorne, weil schaut mal, da, ich weiß, es ist nicht genau dasselbe, aber es sieht dem doch sehr ähnlich. Und ich mag es immer, wenn Sachen so ein bisschen stimmig sind. Und wo ich das jetzt platziere, darüber habe ich jetzt noch nicht so richtig nachgedacht, aber theoretisch, wenn ich das so zum Beispiel hier so hingeben würde. Und ja gut, das ist lose drin, das Papier, aber das glänzt auch so herrlich. Könnte ich auch noch hier, ich habe das noch, das von Claire Fontaine, noch etwas hier reingeben. Und dann hat man eine wunderschön verzierte Ecke. Also das ist aufwendig, aber wenn mir etwas besonders gut gefällt und wenn ich es ein bisschen eleganter haben möchte, dann nehme ich mir die Zeit. Und wer solche Stanzen hat oder ähnliche oder überhaupt irgendwas, auch was fast filigranes ist und was vielleicht auch in ein Album reinpasst, einfach mal durchschauen und mal durchsehen, was es denn da so alles gibt bei euch im Vorrat und dann vielleicht mal benutzen. Nicht in der Schublade liegen lassen, da gehört sowas nicht hin, benutzen. Und das habe ich zweimal gemacht, weil ich mir so gedacht habe, das kann man ja vielleicht zweimal auch im Album unterbringen und falls nicht, ach, da findet sich auch noch was anderes. Aber ich hatte jetzt gerade hier diesen Spiegelkarton und da habe ich dann gedacht, komm, mach das mal. Ja, und das gibt es natürlich auch für kleine Ecken. Das könnte ich jetzt auch noch mal dieses hier aus dem Schwarzen ausstanzen, aber man kann ja auch mal so einfach so eine Ecke so draufkleben, ne? So schöne kleine Verzierung. Seht ihr, was ich meine? Macht doch richtig was her. Also das sind so Dinge, ich finde, das ist wirklich auch mal die Mühe wert, sich dann mal wieder an die Stanzmaschine zu begeben und da mal ein bisschen ja, rumzustanzen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Kit, was heißt Kit, also wie die Stanzenset aussieht, das ist dieses hier. Ich bin ja ein großer Fan von Tonic Studios, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, aber ich liebe wirklich diese filigranen Sachen und die passen alle super ja, zueinander und es ist alles aufeinander abgestimmt. Deswegen heißt das ja auch hier Verso, Verso Dice. Und das machen die schon relativ lange. Also ich kriege hier von Tonic Studios nichts. Ich habe das alles selbst bezahlt und ich zeige es nur, weil ich selber wirklich von begeistert bin. Und ich habe jetzt hier diese Stanze benutzt, aber es ist halt noch eine andere auch dabei. Mit der könnte man auch dieses Muster dann ausschneiden. Aber ich wollte das unbedingt hier mit dieser glatten Kante haben. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Und hier sieht man auch schon mal so Beispiele. Man könnte jetzt auch ein Foto einfach dann da reingeben, das so als Fotoecken benutzen. Das sind dann die kleineren. Oder wenn man einen Gutschein oder eine Einladung verschicken möchte, das geht alles mit solchen Sachen sehr, sehr schön. Aber es geht natürlich auch in einem Album und auch in einem Junk Journal. Also, ja, ich mag das sehr. Okay, ich lege das mal zur Seite und jetzt kommt natürlich noch eine Aufgabe, das alles zu verkleben. Aber da wollte ich euch jetzt hier nicht mitnehmen, denn ich denke, das ist langweilig und das wird auch erstmal einige Zeit wieder dauern. Ja, es sieht ein bisschen wüst aus, aber das ist dann, wenn man zwei Sachen irgendwie gleichzeitig machen will und dann wieder einem Ideen in den Kopf schießen und alles immer so gerne auf einmal erledigt werden möchte. Ja, hier wollte ich ein Bellyband machen mit dem hier und da überlege ich gerade, wie ich das mache. Ich bräuchte mal etwas zum Falzen und ich suche gerade mein Falzbrett. Ich könnte es aber auch so machen. Werde ich mir mal kurz hier so eine Markierung machen. So. Muss dann hier gefalzt werden. Und hier. Ich glaube, das kriege ich.
kriegen wir auch so hin, oder? So. Und hier ist die andere Falznaht. So. Ja. Geht. Das müsste hinhauen. Ein bisschen andrücken. Mein Falzbein habe ich schon. Ich glaube, das liegt bei mir auf dem anderen Basteltisch. Das Falzbrett macht nichts. Das waren alles Reste, die ich noch vom Ausstanzen über hatte. Die möchte ich auch gerne verwenden. Und da werde ich das mal so machen, dass ich mir eine Markierung mache. Da nehme ich mir jetzt aber mal einen Bleistift zur Hand, damit ich das nicht zu kurz und nicht zu lang habe. Hier, da werde ich das jetzt abschneiden. Und dann zeige ich gleich mal, wenn ich dann soweit bin, wie viel ich denn jetzt eigentlich schon wieder vorbereitet habe. Achso, Moment, das ist ja auch viel zu lang. Das brauchen wir ja nicht so lang. Das kann ich auch abschneiden. So, das habe ich nicht richtig durchgeschnitten. So. Gut, gut. Das werde ich aber auf jeden Fall erst hier drauf kleben. Und dann werde ich das in mein Journal hineinkleben. Warum habe ich hier etwas? Ah, ich glaube, da hatte ich was festgeklebt. Die Stanze hatte ich nämlich festgeklebt. Das hat sich doch bei dem Prägekarton durchgeprägt. Ach, das ist nicht weiter schlimm. So, ich habe jetzt hier draufgeklebt. Und hier unten werde ich auch was draufkleben. Und das soll eine kleine Tasche dann werden oder eine Einsteckmöglichkeit. Und deswegen soll das nicht bis ganz unten durchgehen. Hier ist dann praktisch, hier unten wird das dann aufgehalten. Ne? Ja, hier habe ich ein bisschen zu viel Kleber drauf gegeben, aber das geht schon. Und den kleinen hier wollte ich gerne dann hier verklebt haben. So, jetzt gucke ich mal nach meinem Bellyband. So, das wird auch gehen. Dann kürze ich das ein bisschen ein. Ich habe hier ja meinen Eckenrunder. Man sieht es eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, wenn doch was durchblitzen sollte, dann sind es wenigstens schöne Ecken. So ist meine Idee. Hier ist jetzt die Kante. Das ist nicht vernäht, ne? Das ist immer noch ja, im Rohzustand. Das habe ich deswegen noch so gelassen, weil ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht eine Seite rausnehmen muss, weil das Ganze zu dick wird oder ja, weil es mir aus anderen Gründen nicht gefällt, was auch immer. Und darum ist das nicht verklebt. Das ist wieder mein Silikonpinsel. Ich verteile die Klebe. Erstens mal zieht die dann viel, viel schneller an. Und zweitens mal habe ich dann weniger Stress, hier aufzukleben. So. Dann verspielt das nämlich nicht so sehr. So. Ja. Und das könnte man dann so als Zierde hier drauf geben. Das sieht auch cool aus. Ja, das muss ich jetzt mal so langsam abschneiden, weil das ist hier ja zu lang offensichtlich. So, das hier kann ich auch rausnehmen. Ich habe das nur zum Befestigen da dran gemacht, damit ich das nicht ständig mit der Hand halten muss. Das ist ja immer ein bisschen lästig. So, jetzt gucke ich gerade, weil die Ecken sind mir da ein bisschen langweilig.
Da greife ich jetzt auch zu Trick 17. Man muss ja nicht die ganze Sache durchkleben. Wenn ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier hinklebe, so und so und den so drüber, sieht man gar nicht. Cool. Schön geschummelt. Ja. Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? So. Und es sind wieder viele Papierschnipsel verwertet. Gerade so bei Spiegelkarton und bei besonderen Papieren bin ich da ja doch immer sehr bestrebt, alles zu verkleben, wenn es irgendwie geht, zu benutzen. Ich will nicht so viel wegwerfen. Ne? Ja, gut. So. Die Frage ist jetzt nur, wie klebe ich den an? Mit dem Spiegelkarton ist das immer so eine Sache. Aber hier müsste es doch eigentlich gehen. So. Ich gebe nämlich mit Absicht jetzt nichts auf den Spiegelkarton und klebe ihn hier jetzt drauf. So. Ja. Vielleicht den Fuß noch ein bisschen höher. Oder klebt dann. Hier kommt die Klebe durch. Lassen wir das so, wie es ist. So. Ist das gerade? Tja. Da habe ich Angst, dass mir das hin und her rutscht, wenn ich das aufklebe. Glücklicherweise habe ich hier noch was von. Ja, das wird wohl reichen, denke ich. Ja, das geht. Muss man ein bisschen fest rubbeln, weil man sonst hier den Träger so schlecht abkriegt, die Trägerfolie. Ja, das war leider nicht die Trägerfolie, das war nämlich die ganze Klebe. So, ein bisschen ruppeln. Du musst abgehen, komm, mach es. So. Manchmal zicken die Dinger aber auch rum, ne? So. Ja, haben wir auch festgeklebt, ist auch verarztet. Sieht doch ganz toll aus. So, nehmen wir mal an, dass ich das hier nur mal so jetzt hier hinter stecken möchte. Dann funktioniert das. So, klasse. Und bei dem hier, das kann ich auch dahinter geben. Ja, also wieder mal Einstecktaschen geschaffen, Reste verwertet und ja, finde auch ganz schöne Effekte erzielt. Also das muss jetzt nicht dahinter. Ich kann zum Beispiel auch hier einfach den schwarzen hier nehmen. Hebt sich jetzt natürlich hiermit jetzt nicht besonders ab, aber nur damit man das mal so im Vergleich sieht. Ich kann auch das hier nehmen, so, und das dann hier hinter stecken. Oder jetzt den Igel hier mit dem Wald, mit den Blättern. Stücken so. Sieht doch sehr harmonisch aus, oder? Ja. Das ist auch noch übergeblieben. Ich habe ja die, zeig das mal. Moment, wo war das? Die Ecken, die großen habe ich ja ausgeschnitten aus dem Spiegelkarton. So. Und dann bleiben diese Sachen über. Und da habe ich jetzt eben was abgeschnitten, nämlich diese lange Kante, die ich jetzt hier verwendet habe. Jetzt habe ich aber das noch. Und das jetzt einfach mal eben wegzuschmeißen, das widerstrebt mir ja total.
Nur es sollte auch an einer Stelle dann hin, wo es dann irgendwie gut aussieht. Hier zum Beispiel. Ja. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Mir schoss jetzt gerade nur ein Gedanke durch den Kopf, ob ich hier noch eine Folie drunter mache und das dann, also eine Folie meine ich, Transparentpapier hier drunter klebe. Und dann hätte ich auch noch mal eine Pocket, ne? Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich solches Transparentpapier habe, was ein bisschen dicker ist. Habe ich lange suchen müssen. Ich glaube, ich muss mir mal wieder Transparentpapier besorgen. Also dieses würde wohl gehen. Und ich würde mir da jetzt nicht zu viel zukleben. Denke ich mal. Also ich meine jetzt, ich habe noch anderes Transparentpapier, aber das Dumme daran ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist zu laut. Also da passiert einfach zu viel. Da sind zu viele Muster und so weiter. Ja, jetzt ist die Frage, wie klebe ich es fest? Wende ich wieder meinen Trick an mit meinem Pinsel? Ich denke, ich werde es versuchen. Weil wenn man das jetzt mit dem roten Klebeband befestigt, man sieht es dann auch. Also das ist nämlich so, dass man damit nicht vermeidet, dass dann die Klebestellen nicht durchsehen. Und ich hoffe ja, dass mir jetzt hier sowieso dann, dadurch, dass ich auf diese Seite dann, auf die eine, die ich gerade gezeigt habe, draufklebe, da wird man ja hoffentlich nichts mehr sehen. Was habe ich denn jetzt gemacht? War hier etwa Klebe auf dem Brett? Das hoffe ich jetzt nicht. Habe ich wahrscheinlich an den Fingern gehabt. So. Ja, vermutlich. Was mache ich denn jetzt? Ja, einfach mal ein bisschen versuchen, sauber zu wischen. Ich nehme wieder mein Mikrofaser. Aber ich gehe jetzt hier nur wirklich auf meine, auf meinen Spiegelkarton und nicht auf diese Folie, auf dieses Transparent, weil das möchte ich nicht. Da haben wir nämlich das Problem, dass das dann sich wälzt. Und das wollen wir ja vermeiden. Obwohl, das wälzt sich schon, ich sehe es. Ein bisschen wälzt es sich. Ja. Ups, was habe ich denn hier verdreht? Gut. Wo ist denn jetzt meine Seite? Hier, da ist sie doch. So. Oh nee, das geht nicht. Na gut, dann schneide ich jetzt mal Pi mal Auge. Ich mache das gerade mal mit der Schere. So, ich habe jetzt gerade geschnitten. Gerade nicht, aber ich meine, ich habe soeben geschnitten. Und jetzt kürze ich das richtig ein. Das ist nur so ein bisschen hier übergeblieben. So. Lasse ich es so oder klebe ich noch irgendwie eine Bordüre oder sowas drauf, dass das so zur Verstärkung dient? Weil das kann sehr schnell einreißen. Ich habe jetzt doch mein Falzbrett gefunden und ich mache mal hier an dieser Stelle eine Falz. So. Warum, weshalb? Weil ich das hier knicken möchte. So. So, so. Das wäre natürlich auch cool. Ich meine jetzt vielleicht nicht gerade an dieser Seite, aber das hier so, oh, das gefällt mir aber auch. Oh, jetzt hatte ich ja was anders vorgehabt und
So ist das wieder. Jetzt kommt man wieder von Hölzken auf Stöpsken. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Und hier kann man ja immer noch was drüber kleben. Ich glaube, das mache ich auch so. Oh, habe ich mir das denn hier eingeknickt? Weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Ja, auf jeden Fall mache ich das so. Und dann gebe ich jetzt hier meinen Kleber, meinen Flüssigkleber wieder auf und ich verteile das mit meinem Pinsel. Ja, klar, das wird jetzt wellig, aber was soll's. Habe ich jetzt hier so ein Klappelement. Jo, das war gut, dass ich das so verklebt habe. Seht ihr? Ach, ihr seht ja gar nichts. Hier, dass, wenn das jetzt wirklich getrocknet ist, ich glaube, das sieht man nicht, dass ich hier Kleber drauf gemacht habe. Und hier, wie gesagt, da kann man noch eine schöne, sowas zum Beispiel. Ich habe hier gerade was, das könnte ich hier drüber kleben, dann sieht man das auch nicht. Dann hat man hier eine Pocket. Muss ja jetzt nicht eine vollständige Pocket sein. Einfach nur so, dass man was hineinstecken kann. Ich mache das sogar. Das gefällt mir. Ich bin jetzt gerade so irgendwie. In einem Flow. Und das soll man ja nicht unterbrechen. Ne? Ja, also hier fehlt was, eindeutig. Habe ich noch irgendwas vorbereitet, was ich nutzen kann? Nee, das ist eher etwas so als Mittelpunkt. Das würde mir nicht gefallen, das einfach so in die Ecke zu platzieren. Ich nehme das mal kurz raus, mal schauen, wie das ist. Ja, kann man machen. Aber gefällt mir auch nicht. Ja, ich glaube, das wird für heute zu lang. Ich werde hier weiter dran arbeiten. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch weiter dabei mitnehmen. Ich habe jetzt hier schon Sachen eingefügt. Ich glaube, ich fange mal von vorne an. Also diese Sachen hatte ich ja alle schon untergebracht. Hier habe ich jetzt den Tag mit Sempre. Und ich habe jetzt einen von diesen wunderschönen Blättern, den ich aber, diese Blätter habe ich schon vor längerer Zeit gemacht. Da ist einfach ja, Plastikfolie von irgendwelcher Verpackung. Die habe ich dann mit Alkoholtinte angemalt und dann mit einem schwarzen, ja, Die-Cut, also etwas, was ich ausgestanzt habe, dann drüber geklebt und dann sieht das so aus. Gibt es auch, glaube ich, ein Video zu. Müsst ihr mal bei mir in der Playlist gucken. Werdet ihr mit Sicherheit finden. Bei Tipps und Tricks oder vielleicht auch bei Mixed Media unter Alkoholtinten und so dergleichen, was man so alles damit machen kann. Hier kann ich auch noch ein paar Tags gebrauchen. Den hier habe ich immer noch nicht verstärkt, den Bereich. Hier hatte ich ja gezeigt, dass ich Stanzen benutzt habe. Ich hatte mir ja vorgenommen, mal wieder mehr Stanzen zu benutzen. Hier dieses Ausklappelement finde ich richtig toll, ist richtig edel. Und diese Sachen habe ich ja euch gerade gezeigt, wie ich die gemacht habe. Dann hier habe ich meine wunderschönen Ecken verklebt und habe da auch in diese Ecke oben, das kann man auch rausnehmen, Blatt hineingegeben. Ist auch durchsichtig. Ich finde, das passt ja auch zu dem Thema Wald. Da habe ich diesen Tag hineingegeben. Den kann man auch noch weiter verzieren. Also da bin ich ja sicherlich nicht fertig. So etwas braucht ja seine Zeit. Und ich meine, da muss ich noch ein bisschen am Ball bleiben. Das hier ist mit Magneten verschlossen.
Ja, hier habe ich einen meiner größeren Dreiecke untergebracht und da habe ich meine Karte mit dem Vogel reingepackt und die glitzert auch so wunderschön. Hier ist einer der großen Tags, der passt auch rein, ne? Das fand ich so faszinierend. Also den kann man hier so reinstecken und dann guckt nur oben so ein bisschen raus, aber das ist okay. Ja, hier habe ich von dieser einen Ausstanzung, die Seite habe ich hier verklebt und dann ist hier die Tasche. Ich habe hier das noch nicht reingegeben, den Tag, weil ich Angst hatte, ich hätte mir das festgeklebt. Das ist ja immer so ein Drama, wenn man da zu voreilig ist. Und ich habe extra diese Seiten ausgewählt, weil dieses Papier so schön schimmert. Ne? Da muss ich mal gucken, was ich hier noch auf dem Ding hier verziere. Das hier habe ich überhaupt noch nicht untergebracht. Und hier ist nochmal ein Blatt. Ich stecke das jetzt einfach falsch rum. Nee, doch nicht. Moment, das würde aber hier gar nicht aussehen. Das muss einen hellen Hintergrund haben. Mal schauen, hier habe ich noch nichts weiter gemacht. Hier könnte man für jemanden, der ganz viel schreiben will, wäre das natürlich eine tolle Sache. Da kann man dann alles Mögliche dann noch unterbringen. Ja, hier habe ich meinen Zapfen hier so reingesteckt. So könnte man das natürlich auch machen, aber hier an der Stelle sieht man nicht so wirklich schön was. Aber jetzt könnte ich ja denn hier das Blatt reingeben, dann ist das wieder hübsch. Ja, und hier habe ich einfach nur ein ausgestanztes Papier hineingegeben in grün. Da wollte ich auch noch irgendwas machen hier auf dieser Fläche, das gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, das wird jetzt zu viel für heute, aber ich bin ganz zufrieden. Ich habe hier schon eine ganze Menge heute geschafft. Also es ist eine aufwendige Geschichte, ein Album zu verzieren. Das macht sich nicht mal eben in 5 Minuten, kann ich dazu nur sagen. Und ich bin jetzt einen ganzen Nachmittag mit diesen Dingen beschäftigt gewesen, weil das Ausstanzen braucht seine Zeit. Natürlich auch die Sachen erstmal zusammensuchen, weil man muss gucken, was zu was passt und ob das Papier dazu gut sich macht und so weiter. So, aber für heute ist Schluss. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und ich sag mal bis bald. Tschüss!